Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Ghostwire Tokyo. Wir stehen vom Badehaus. Und ich habe, wenn ich an Badehäuser denke, in Spielen über Japan, bisher nie gute Erfahrungen mit Badehäusern gemacht. Das, wir schauen mal, was auf uns zukommt. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst davor. Scheiß drauf. Ich will da nicht rein. Da bekomme ich richtig Lust auf den Milchkaffee, den es hier immer gibt. Hier wirst du keinen kriegen. Das glaube ich auch. Yakitori. Toilette. Was ist denn? Aha. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl hier. Okay, da kann ich nicht aufmachen. Das ist die Frauenseite da drüben, ne? Warum erinnert mich dieses Badehaus so sehr an ein gewisses Spiel? Ich weiß ja nicht. Bist du... Nee. Schon dreckig hier. Sauber wirst du da bestimmt nicht. Sowas habe ich noch nie von innen gesehen. Da sind wir schon zwei. Na super. Ich glaube, da will uns jemand davon abhalten, in den Frauenpart reinzukommen. Kann das sein? Willst du nicht, dass ich in den Frauenpart reingehe? Ja. Warte mal dadurch. Kann ja nur gut werden. Ziemlich übel. Die Verderbnis ist so stark, dass sie den Raum krümmt. Was ist das? Kommt das auch von der Verderbnis? Sind wir wieder beim Horter? Hier waren wir doch schon mal, oder nicht? Au! Au! Die werfen immer mit Stühlen nach mir. Scheiße, ist das denn? Na, komm her. Boah. So kann man mal abwehren. Es ist ja schön. Ich glaube, ich muss mal hier ein bisschen... Nein, 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 nein! Aha. Okay, was mir reicht's jetzt? Nein, ich hab verfehlt. Hä, funktioniert das nicht? Aua! Doch, funktioniert.
Okay, die halten aber mehr aus als ihren Pfeil. Die brauchen dann schon zwei Pfeile. Alter, wie viele kommen da noch? Oh, 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 oh. Das gibt's nicht. So, haben wir es jetzt. Ach, dann sind wir hier wohl durch. Alter Verwalter. Das Badehaus, hey. Gut. Das wäre geschafft. Das sollte die Verderbnis im Zaum halten. Kann ich jetzt hier noch lang? Tiefenreinigung erledigt. Okay, da geht's nicht mehr rein. Ich frage mich, ob es wieder aufmacht, sobald sich alles beruhigt hat. Keine Ahnung. Ein Fluss hört nie auf zu fließen. Aber das Wasser ist nie dasselbe. Leben bedeutet Veränderung. Nichts bleibt gleich. Das war ein schönes Zitat gerade. Das kannte ich gar nicht. Weiß jemand, von wem das ist? Ein Fluss hört niemals auf zu fließen, aber das Wasser ist nie dasselbe. Das muss ich mir mal merken, das ist echt schön. Staubsauger! Was haben wir denn hier? Geschäftsbuch des Badehauses. Juli, 2% weniger Einnahmen als im Vormonat. August, 3% weniger Einnahmen als im Vormonat. Der schlechte Zustand der Anlage wirkt sich negativ auf das Kundenaufkommen aus. Renovieren dringend erforderlich. Ja gut, wenn es hier natürlich immer aussieht wie, weiß ich nicht, dann kommt hier natürlich auch wirklich keiner her. Dann sauber ist es nicht hier. Weil das Blut in den Becken ist jetzt weg. Aber das hier ist halt trotzdem nicht sauber, ne? Also... Das ist ja ekelhaft. Da bist du danach dreckiger als vorher, wenn du hier reingekommen bist. Ui, 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 ui. Haben wir das Badehaus aber jetzt auch. Sehr schön. Jetzt können wir ja mal gucken. Was fehlt uns denn jetzt noch? Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir jetzt nur noch da oben diese eine Nebenquest haben. Die hier. Und dann sind wir eigentlich... in dem Gebiet mit Quests durch. Wie gesagt, wir werden nicht auf 100% spielen. Wir würden nicht alles mitnehmen. Das ist einfach too much. Aber hier ist zum Beispiel jetzt immer noch Nebel. Da kommen wir nicht sehr weit. Das Ding da unten können wir dann befreien. Der ist noch nicht gereinigt. Dadurch sollten sich wieder neue Sachen ergeben. Aber ich würde jetzt erstmal das hier machen. Nebenmissionen würde ich dann schon gerne alle mitnehmen. Ich glaube, da gibt es ganz coole Sachen, wie jetzt das Badehaus zum Beispiel. Das hätten wir sonst gar nicht gesehen. Aber darüber hinaus weiß ich jetzt noch nicht. So. Kann ich da lang? Da durch? Ja, da komme ich durch. Da müssen wir hin. Was ist hier? Können wir wieder beten, oder? Ah, das haben wir wahrscheinlich schon. Ach ja, wie gern würde ich hier in echt rumlaufen.
und mir all diese Sachen hier in echt angucken. Okay, hier ist Nebel, da komme ich nicht lang. Ein Hotel. Das meine ich. Also diese Missionen hier, die würden wir nicht mitkriegen, wenn wir die Nebenquests nicht machen. Deswegen, die Nebenquests würde ich schon ganz gerne alle machen. Vor Jahren sollte ich hier etwas reparieren. Damals hatte das Stockwerk ein Zimmer weniger als die anderen. Ich wollte den Besitzer danach fragen, aber ich habe ihn nie erwischt. Später habe ich erfahren, dass er einfach verschwunden ist. Spurlos. Echt gruselig, wenn ihr mich fragt. Mhm. Die Stimme in der Wand. Da sind wir jetzt ins Hotel rein, ne? Das ist cool. Das ist wirklich jetzt... Oh. Er sagte, im vierten Stock wäre was seltsam. Aber was wollen wir hier überhaupt? Oh. Das ist ein bisschen eng hier drin zum Kämpfen, oder nicht? Na, komm schon. Okay, wir können theoretisch den Aufzug benutzen. Wir müssen den Aufzug benutzen. Okay, ich dachte, das hier wäre vielleicht ein Treppenhaus, aber... Wollen wir nicht durch, ne? Nö. Ja, dann gehen wir mal direkt in den vierten Stock. Didüm. Sehen wir einfach mal nach, ob es was Interessantes gibt. Das Bild kriselt hier so. Ich frage mich immer noch, inwieweit dieses Shibuya hier dem Original entspricht. Also wie detailgetreu, dass die Stadt nachgebaut wurde. Gibt es dieses Hotel hier in Shibuya? Diese Wand. Irgendwas ist komisch. Da grunzt was. Ah, ein Yokai. Ein Nurikabe. Muss sich im Zimmer versteckt haben. Okay. Sehen wir uns da drin mal um. Okay, was haben wir jetzt? Müsste ja... Nee, was haben wir denn jetzt gerade eingesammelt? Geschäftsbuch des Badehauses. Nee, das sind ja die super massereiches schwarzes Loch. Nee. Da, den Nurikabe. Das haben wir. Dass wir hier oben dann nicht... Oder hatten wir da ein kleines rotes Symbol? Ich weiß gar nicht. Eine sonderbare Art von Yokai, die Wege versperrt. Dies kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Von tatsächlich vorhandenen Mauern bis hin zu unsichtbaren Barrieren, die Menschen daran hindern, ihren Weg fortzusetzen. Den Legenden zufolge können diese Barrieren unendlich breit sein und lassen sich nicht umgehen, umstützen oder zerschlagen. Laut der Legende besteht die Lösung darin, mit einem Stock am unteren Rand entlang zu fahren, wodurch das Nurikabe verschwinden soll. Etwa deswegen, weil er hier so einen fetten Bauchnabel hat? Kann man dem da in den Bauchnabel reinstechen? Oder? Ein cooles Design, ne? Und schon lassen. Ist mega ekelhaft, aber cooles Design. So. Gerade eine Katze gehört. Nachricht. Ich behalte das Bild erstmal bei mir, damit ich es bewundern kann. Meine Familie würde es sowieso nur verstören, wenn ich es mit nach Hause nehme. Aber so kann ich sie anschauen, solange ich will. Wenn ich sie anschaue,
lösen sich alle meine Sorgen in Luft auf. Eines Tages werde ich dieses Hotel verkaufen und mit ihr auf Reisen gehen. Ich muss wohl eingeschlafen sein, komisch. Da ist keine Tür mehr. Ich sehe nur noch Wände. Was ist hier los? Ich komme hier nicht raus. Aber gut, solange ich hier bin, kann ich wenigstens mit ihr alleine sein. Vielleicht bleibe ich einfach für immer hier. Aha. Er wurde von dem Nurikaba eingeschlossen. Aber es scheint so, als hätte es ihm nichts ausgemacht, hier festzustecken. Vielleicht war er in die Frau auf diesem Bild verliebt. Bist du? Was ist das denn? Ein Ukiyo-e des Künstlers Utamaro Kitagawa. Aha. Okay, er hatte eine Dusche. Ich hoffe, dass da drin eine Toilette war. Er hat ein Bett und einen Fernseher. Was hat er denn gegessen die ganze Zeit? Wo ist er überhaupt hin? Okay, jetzt können wir ja wieder raus, ne? Erster Stock. Okay, haben wir das Hotel auch. Haben wir gut was geschafft, diese Folge schon wieder. Da haben wir gerade mal die halbe Folge rum. Schuld war ein Yokai, das man Nurikabe nennt. Deshalb ist auch der Besitzer verschollen. Mir sagt, dass ein Yokai dahinter steckt? Das erklärt einiges. Gut, dass wir dieses Geheimnis gelüftet haben. Und er kann jetzt in Frieden gehen. Schön. Hier hinten. Ja. Gehen wir wieder raus. Wir müssten jetzt dann eigentlich hier soweit alles fertig haben, was wir aktuell an Missionen haben. Das hier denn? Zentralkrankenhaus, Shibuya. Ah ja, okay. Das heißt, wenn wir hier soweit durch sind, gehen wir das hier befreien. Setzen wir uns mal als Wegpunkt. 187 Meter. Müssen wir jetzt irgendwie hinkommen. Da komme ich wahrscheinlich nicht vorbei, ne? Nö. Kodekio. So, was nehmen wir denn hier? Einen grünen Tee da oben. Oder vielleicht ein Pocari Sweat? Boah, ich will so einen Traubensaft. Das ist bestimmt Traubensaft hier. Ah. Ich mag es, dass die so viele Automaten in Japan an den Straßen rumstehen haben. Das ist so cool. Überall an jeder Straßenecke kriegst du irgendwas zu essen oder irgendwas zu trinken aus den Automaten. Das ist so cool. Das kannst du bei uns in Deutschland halt einfach nicht machen. Bei uns an den Bahnhöfen stehen ja halt solche Automaten, aber die sind immer kaputt, zerstört, beschmiert oder das Zeug, was da drin ist, ist leer oder wenn noch was drin ist, dann ist es meistens echt nicht cooles Zeug. So. Das dann. Okay. Kann ich jetzt hier irgendwo hin, wo ich sonst nicht hingekommen wäre? Ja, wahrscheinlich eher nicht so, ne? Kann auf dem Dach rum. Weiß aber nicht. Nee, ich kann da gar nicht durch. Kann ich vielleicht bitte ans Geländer springen? Ne, ich kann da nicht dran. Schade. Ich dachte, vielleicht kann ich da mal hoch.
Da geht's bestimmt auch irgendwie hoch, aber muss man halt erstmal rausfinden, wie. Die Tür hier geht nicht auf, jedenfalls. Schade. Hätte es bestimmt Seelen gegeben da oben. So, da haben wir noch ein bisschen was zuerst noch rumliegen. Ja. Wie leer diese Straßen sind, ne? So eine riesige Stadt und kein Mensch ist hier unterwegs. Aber das erste Mal, dass es in einem Spiel auch Sinn macht, dass hier keiner unterwegs ist. Sonst hast du in solchen Spielen auch immer leere Straßen, aber da gibt es halt keine Background-Story dazu, warum die Straße leer ist. Da ist sie halt einfach leer. So. Maximale Feuerfähigkeit. Nutze meine Kräfte für Dinge, die das bloße Auge nicht wahrnimmt. Das ist eine Baustelle. Ich kann etwas spüren. Sieh dich um. Drin müsste so ein Tor stehen, ja. Warum auch immer das unten steht. Aber es ist wieder echt cool gemacht. Das könnte halt jetzt einfach oben rumstehen, wie alle anderen auch. Stattdessen haben sie es in eine Baustelle unten reingebracht. Ein Tori. Komm, wir reinigen es. Hä? Was ist die denn? Oh Gott. Danke. Dank mir nicht zu früh. Das ist nachlässig. Hatte ich nicht vor. Boah. Verteidigungsrissangriffe. Bestimmte gegnerische Angriffe können die Energie deiner Blockenfähigkeit verbrauchen. Du erkennst diese Angriffe an ihrem charakterischen violetten Leuchten. Steckst du mehrere Treffer dieser Angriffe hintereinander ein, verfällst du in den Verteidigungsrisszustand, der die Effektivität deiner Blockenfähigkeit massiv reduziert. Um den Verteidigungsrisszustand zu beenden, musst du den Kampf entweder zu Ende bringen oder eine gewisse Zeit lang weiterkämpfen, ohne von weiteren Verteidigungsrissangriffen getroffen zu werden. Perfektes Blocken kannst du jedoch selbst im Verteidigungsrisszustand wie gewohnt einsetzen. Oh Gott. Das war verdammt knapp. Ja, ich hab ins Hemd gemacht. Was war denn das für eine? Uiuiuiuiui. Die war ja übel. Es strahlt unglaubliche Macht aus. Oh, guck mal an. Wasserweben. Wasserweben ist ein Angriff mit einem Fächer aus Wasser in einem weiten Bereich. Auf kurze Distanz ist er tödlich.
Durch Aufladen des Angriffs löst du eine Welle aus, die sich durch Besucher schneidet. Krass. Okay, der Nebel hat sich gelichtet. Lass uns zurück zum Kagerie gehen. Okay, das ist mega cool. Wasserweben. Das könnte meine Lieblingsfähigkeit werden. Muss ich mir mal angucken. Oh, da können wir gleich hochfahren. Hey, es regnet mal wieder. So, hier sind noch Sachen zu mitnehmen. Ist auch noch irgendwas? Ach, guck an. Schade, kriege ich von hier aus nicht. Ja, dann fahren wir mit dem Fahrstuhl hoch. Komm. Sieh dich gut um. Es muss einen Weg nach oben gehen. Ja, ich habe den doch schon gefunden. Mensch. So. Oha. Kann ich da hoch? Tatsache. So, haben wir auch. Theoretisch komme ich jetzt von hier aus auf das Dach darüber. Bringt mir das was? Ich glaube fast nicht, ne? Da müsste ich vielleicht... Ah, schaffe ich auch so. Okay. Was ist hier noch? Der König der Kredithai. Einer von KK KK hieß er. Einer von KK verfasster Bericht über merkwürdige Todesfälle bei einem Geldverleih. Er wird dir zusätzliche Fertigkeitspunkte für Geisterkräfte gewähren. Aha, so. Allgemein können wir mal bei den Fertigkeitspunkten ganz kurz reingucken. Ich weiß gar nicht mehr. Ach, guck an. Ukiyo-e von Utamaru. Utamaru Kitagawa war ein japanischer Künstler der Edo-Zeit von 1603 bis 1868. Wie lange hat er gelebt? Nee, die Edo-Zeit ging so lange, ne? Okay. Das macht schon mehr Sinn. Der auf das Genre der Mijinga, Darstellung von schönen Frauen, spezialisiert war. Seine Beliebtheit stieg meteoritenhaft an, als er die Techniken des Otubie, eines Ukiyo-e-Stils, bei dem normalerweise nur der Oberkörper des Motivs gemalt wurde, auf Mijinga anwandte. Leider war die Aufmerksamkeit für den Künstler ein zweischneidiges Schwert. Die Regierung des Shogunats sah ihn als einen gefährlichen Unruhestifter an und erließ ein Gesetz, das die Anfertigung von Okubie verbot. Zwar setzte er sich über das Gesetz hinweg und schuf weiterhin seine Kunstwerke, doch aufgrund seines Bildes, das Hideyoshi Toyotomi bei der Betrachtung von Kirschblüten zeigte, wurde er verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Er wurde erkrankt und starb 2 Jahre später. Ja, hier ist Schreibfehler. Das R ist da nicht richtig. Ja, schade. Fertigkeiten. Wir gucken mal. Wir haben 90 Fertigkeitspunkte. Das ist verdammt viel. Wir können ja jetzt quasi... Kernschwächung Dauer erhöht. Lebenspunkte Regeneration. Effekt des Blocken Konter. Nee, ich will schon hier. Wo ist denn hier? Irgendwo war doch hier auch für Wasserweben und Feuerweben unterschiedliches Zeug, oder nicht?
hier oben ging das. Ah. Ah. Okay, jetzt hat. Jetzt check ich's wieder. Kapazität erhöht. Kapazität vom Pfeilen können wir erhöhen. Bogentempo können wir erhöhen. Nahrungskapazität können wir erhöhen. Das würde ich auf jeden Fall gerne machen. Und das hier würde ich auch gerne machen. 20 Pfeile. 20 Pfeile wäre halt schon mega gut, ne? Dann braucht das. Oh, das verbraucht 30 Punkte insgesamt. Dann hätten wir nur noch 40. Jetzt gerade mal hier. Wir haben hier noch gar nichts verbessert. Ach du Heil. Okay, wir haben da unten das Feuerweben, das Wasserweben, das Windweben und der aufgeladene Angriff. Ja, das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Und ich weiß nicht warum, aber Wasserweben wäre schon cool. Vergrößert den Wirkungsbereich von aufgeladenen Angriffen. Du kannst mit Wasserweben zwei Angriffe gleichzeitig ausführen. Da verbraucht es aber auch zwei Punkte, ne? Du kannst mit Wasserweben drei Angriffe ausführen. Okay, das ist die Welle. Die wird quasi immer größer und immer größer. Was ist hier? Angriffe mit Feuerweben durchschlagen Gegner? Oh, dann würde hinten dran der Gegner auch verletzt werden. Oh, das ist ja mega. Okay. Also ich glaube, das hier sollten wir vielleicht... Verringert die Aufladezeit. Ja, ich glaube, das hier sollten wir mal machen. Dann geht das um einiges schneller. Hier brauchen wir noch diese Magatama. Wir haben jetzt noch 35 Punkte. Ich glaube, das hier wäre nicht verkehrt. Jetzt haben wir noch 20 Punkte. Ich glaube, ich mache Wasserweben. Wir haben Wasserweben noch nicht ausprobiert. Ich würde vielleicht erstmal Windweben verbessern. Weil wir das halt sehr viel benutzen. Und Wasserweben müssen wir erstmal ausprobieren. So. Nice. Oh, jetzt könnt ihr es mit der ganzen Welt aufnehmen. Ups. Zum südlichen Bahnhofsausgang. Von da aus findest du das Kagerie. Okay. Ja, Wasserweben. Fühlt sich nicht schlecht an. Muss ich erstmal ein bisschen reinkommen. Aber war ganz nice gerade. So vom Gefühl her. So. Da haben wir noch diesen da. Jetzt können wir mal kurz unsere... Wie sie singt da drüben. So, dann haben wir da auch wieder Platz.
hat sie aufgehört zu singen. Zumindest so. Applaus! Juhu! Oh Mann. So, jetzt sammeln wir mal die Seelen hier ein. Gut. Was wäre denn theoretisch unser nächster Ort? Hier drüben hätten wir... Oh, ein Kappa. Und da könnten wir quasi den nächsten Schrein befreien. Okay, okay. Ja, dann machen wir doch erstmal den Kappa hier. Setzen uns das als Wegpunkt. Und bewegen uns dann mal dahin. Oh. Da sind aber... Okay, wir kommen da nicht gefahrlos hin. Na gut, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt da lang gehen, beende ich erstmal die Folge. Das ist wieder ein guter Punkt. Wir sind schon wieder bei 36 Minuten. Das reicht für die Folge. Wir haben ja einiges geschafft. So ist es ja nicht. Und dann gucken wir mal beim nächsten Mal. Oh, da oben ist das Tor. Krass, oben auf dem Dach, ne? Und Shibuya Station? Oh, wir sind an der Shibuya Station. Warte. Oh, mega gut. Ich muss mir irgendwann mal die Mühe machen und irgendwie mal mit Google Maps irgendwie durch Shibuya durchfahren. Und mir angucken, wie detailgetreu das hier wirklich alles ist. Gefällt mir alles mega gut. Vielleicht war der ein oder andere ja auch schon mal in Tokio, der hier zuguckt und kann mir da ein bisschen was zu sagen. Würde ich mich drüber freuen. Gut. Aber dann, wie gesagt... Machen wir Schluss für heute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zugucken. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bleibt gesund. Und Dankeschön für die Unterstützung. Ciao.